So. Gut, 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 gut. So, jetzt sind wir mal hier. Das Ding nochmal upgraded. Okay, wir haben noch zwei. Wir sollen den Zeppelin. Kaputt machen, bevor er unsere Spielzeugkiste erreicht. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als noch diverse Pop-Ups zu errichten. Vollständige Upgrades. Also 3 ist das höchste, was man erreichen kann. Erledige die verbleibenden Gegner. Oh ja. Yeah. Gut, dann war das doch schon wieder. Mann, komm, da war doch auch hier so ein komisches... Ach, da war's. Gegnerische Welle. Alter, zieht die richtig krass ab, ey, Freunde. Komm. Geile Sache. Das fliegende Schwein. Haben wir besiegt. Ah, oh, Mann, ey. Das ist atemberaubend. Atemberaubend, also ich kann es euch bloß ans Herz legen. Zockt es auch mal an. Auch wenn wir bloß Hauptmann geworden sind, Mark 2, Infanterieabwehrgeschütz 3, explosiv gegen Fusion, Schaden gegen Fahrzeuge, okay. Panzer, dank ihrer Feuerkraft, ihrem Kettenantrieb und ihrer Höchstgeschwindigkeit von atemberaubend 4 Meilen pro Stunde kommt es auf, okay. Ja, genau. Außer Schlamm kann er die aufhalten. Schönes Ding. So. Okay, 8 Soldaten stecken in einem Bau. Ungeheuer. Okay. Let's move! Stunde 0! Beendet die Pattsituation. Verteidigt die Schütze Bremen. Neue Geheimwaffe. Big Willy. Okay. Okay, okay, okay. So, und die Lebensmittelmarken sollen wir natürlich auch wieder sammeln. Big Willy. Ja. So. Okay. Wumms. Okay. Okay, ist noch kein ganzer Abrams, aber immerhin. Wir rocken.
Wie Rocky. Ui, was ist denn da los? Und ah ja. Ja. Und nochmal. Allerletztes Mal. Super. Vier Stellungen hätten wir. Oh, Big Willy, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig rund. Ihr kleinen garstigen Spielzeugsoldaten. Banzai! Da seid ihr ein bisschen zu weit im Westen dafür. So, das ist hier, es gibt hier in Japan, aber die waren ja im Ersten Weltkrieg involviert. Moment, das fällt mir gerade so ein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dazu, zu Big Willy. So. Die hätten wir auch. Na, klappt doch. So, ey, wo ist Big Willy? Hälfte hätten wir. Nicht mit mir. Nicht mit mir, sagte ich. Seid nicht so schnell. Mein. Ach Gott, ey. Sind Panzer so träge, dass... Ja, ich bin doch ein bisschen in Battlefield 3 verwöhnt. Wenn es um Panzer geht. Wir brauchen eine gute Feuerposition. Wir müssen irgendwie da rankommen. Ja, genau, so muss es sein. Los geht's. Nein! Gegnerische Stellung. So, jetzt können wir aber zumindest mal uns hier genau das Zeug schon mal hinbauen. Und hier auch noch eins. Und hier MG. Und hier mal ein paar Mörser. Oh ja. Yeah. So muss das sein. So muss das. Auch wenn mir der Big Willy besser gefällt. Aber ich möchte nicht allzu sehr verwöhnt klingen. Oh Mann! Ich krieg das Ding nicht höher gesteuert. Nicht mit mir. Oh ja. Yeah. Ja, das ist doch schon eine richtig geile Sache, dass man... Ach du Scheiße. Zumindest konnten wir die Stellung mit vernichten. Ich finde auf alle Fälle bei diesem Spiel geil, diesen Action-Modus, dass man sich in die einzelnen Einheiten mit integrieren kann. Mal so eine Ahnung hat, was die hier fühlen müssen.
Okay, das Ding ist schon Stufe 3. Schöne Sache. Auf, auf! Marsch, marsch! Okay, Musik müsste ein bisschen mehr sein. Das stört mich bloß ein bisschen, dass es sehr leise ist. Also diese Musik aus dem Anfang wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Auf der Dauer auch natürlich diese Nerven geworden. Sperrfeuer! Gib mit dem Panzer Sperrfeuer! Die anderen Stellung. So, den kriegen wir schön von der Seite. Oh ja. Was erzählt der Panzer? Wo hast du den gesehen? Ah, da ist noch eine weitere Stellung. So. Die letzte Stellung. Sagt mir, wo die letzte Stellung ist. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Auf, marsch, marsch. Okay. Ah, da vorne hieß sie. So, ganz. So viel, dass ich hinkriegen würde. Komm schon. Oh ja, jetzt. Und. Ah! Verdient, Andy. So, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir müssen wahrscheinlich jetzt noch. Wellen durchstehen. Aber das dürfte jetzt eigentlich gar kein Problem mehr sein. Die ganze Stellung gehören uns ja und abgegradet ist auch alles. Mehr oder weniger. Doch mehr. Mehr als weniger. Jetzt gehen wir mal hier an das Frontgeschütz dann gleich. Also ein Frontgeschütz Stufe 3. Ob es in jedem Falle besser ist, ich weiß es nicht. Aber wir haben es zumindest mal gebaut. Und hier baue ich mir noch ein richtig schickes Frontgeschütz. Einfach mal wieder so eine Gatling, so dass wir die mal nutzen können und einfach mal loslegen. Einfach mal losfriemeln, richtig. Sums. Gatling ist mir nämlich am liebsten, denn ich bin nicht so präzise mit dem Treffen der Monster, der Personen. Da kommt man mit dem Ding wahrscheinlich besser zu Rande. Da man mehr Versuche hat, den Gegner zu treffen. Als immer nur einer alle 2 Sekunden und bis man dann hier geschossen hat, muss man sich neu justieren. Oh, Scheiße. Okay. Dieser Panzer kommt überhaupt gar nicht an.